zurück zu Morrowind, der kleinen Weihnacht. Ja, ich weiß, das ist Mittwoch, nicht Montag. Ey, Kicke, wieso kommt die letzte Beiträge kein Morrowind? Bla 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 bla. Die traurige Geschichte. Es gab mal wieder eine kleine Verschwörungstheorie. Mein Headset wollte nicht mehr. Da muss ich auch mal ein neues warten. Ich habe ja so viel... Das hab ich gestern schon gesagt. Erinnert ihr euch noch damals Thief Gold, da wo ich in Konstantins Haus war, wo es diese total krassen Störungen gab in meinem Headset, wo ich sogar den Ton ausmachen musste, um eure Ohren nicht zu pulverisieren? Ratet mal, welches Projekt ich auch noch aufnehme. Ja, Thief 2, The Middle Age. Da muss doch irgendwas zusammenhängen. Ich meine, seit meinem ersten LP, seit Oblivion, habe ich dieses eine Headset benutzt, was erst bei Thief Gold im Arsch war. Und jetzt, wo Thief 2, ist das, was ich seitdem benutze, im Arsch. Das heißt, wenn ich mit Deadly Shadows anfange irgendwann, ist das, was ich gerade trage, im Arsch, das Neue. Und das Gleiche mit dem Thief-Reboot. Na egal, ne? Geredet, ihr bekommt trotzdem eure 5 Folgen. Ist halt ausnahmsweise am Wochenende auch noch was. Aber nächste Woche kommt dann alles wie gewohnt, hoffe ich. Weil nächste Woche ist Chicken nur noch auf einer Hochzeit. Du, Nantini? Ja, du musst ganz alleine hier bleiben. Also. Wir sind jetzt hier in den Gemächern von Barentia. Ja, ich habe, so dumm wie ich war, letzte Mal schon die Assassinen getriggert. Aber hey, sie werden jetzt eine böse Überraschung erleben. Wer sitzt in den Gemächern unter dem Vorhang? Das ist sinnlos. Gebt auf! Ihr gehört mir! Los, tu was! Aber hey, kennen wir diese Assassinen nicht? Dunkle Bruderschaftstypi. Die haben uns auch in der ersten Folge hier überfallen im Schlaf. Also die erste Folge von Tribunal, nicht die erste Folge von Morrowind. Das wäre etwas merkwürdig, weil davon abgesehen, dass ich bei meiner ersten Morrowind-Folge überhaupt noch gar kein Tribunal hatte. Ne, Tini? Ja, hast du gut gemacht, Centurius-Sphäre. Wir haben die Angreifer wieder gemitzelt. So, jetzt hab ich hier schnell. Eine schöne Truhe! Ja, heul doch, Chicken, heul doch. Ja, dunkle Bruderschaft, wer hätte es geahnt, dass das passieren würde? Hinter dem Vorhang, hat vorhin einer gesagt. Das heißt, die wussten, dass ich hier bin. Oh, hier ist offen. Tretet vor und gebt euch zu erkennen, werte Dame. Ich bin Chicken, das müsst ihr doch eigentlich mittlerweile wissen. Also, das habt ihr über diese geheimnisvolle Verschwörung herausgefunden, die, wie mein Sohn meint, im Gange ist. Naja, dunkle Bruderschaftsassassinen waren hier und haben versucht, dich umzubringen, aber die waren eigentlich dann... Irgendwie wussten die, dass ich hier bin. Aber wenn sie wussten, dass ich hier bin... Der eine hat ja gesagt, hinter dem Vorhang, ne? Bin ich dann eigentlich ihr Ziel gewesen? Und das mit Barentia war nur eine Tarnung? Fragen über Fragen. Hätte da eine Kerl sonst sagen sollen, hinter dem Vorhang. Er geht auch schon unruhig auf und ab. Was ist hier nur los? Lang lebe der König. Ja. Welcher Wahnsinn ist dies? War so. Eure treuen Dienste sollen belohnt werden. Ja, ich habe die Assassinen, ne, geschnetzelt.
Es gelang euch, die Attentäter aufzuhalten. Interessant, vielleicht war die Gefahr doch nicht so groß, wie es den Anschein hatte. Hey, was soll das denn heißen? Ihr habt unsere Anerkennung. Nehmt dies als Zeichen unseres Dankes. Wir sind beeindruckt von euren bisherigen Leistungen. Wenn ihr wieder bereit seid und dem König zu Diensten seid, wohl sprecht mit mir. Helses Kragen. Was sind das? Das ist Kleidung? Ich hole einfach mal unter allem nach. Was ist das überhaupt neu? Also, abgesehen. Ach, soll ich auch verkaufen? Hilses Kragen? Gucken wir mal hier nach den ganzen Kategorien nach. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe mich auch nur getäuscht und Chicken hat sich mal wieder verlesen. Yay. Nee, da. Festigen Schleichen und Sicherheit für 10 Punkte und Schnelligkeit für 5 Punkte dauerhaft. Ja. Schnelligkeit ist wahrscheinlich gar nicht so doof. Punkte sind... Apropos Schnelligkeit! Hey! Meine ganzen Attribute wurden wieder durcheinander gewürfelt. Wer war das? Welches Arsch? Heilen. Zeit. Ist sonst irgendwas? Ich kann mal alles ausziehen, was... Festigt auch noch was? Müssen wir nur Resistenten? Intelligenz? Ja, Akrobatik ist ja nur Fertigkeit, aber sonst? Ja, die mysteriöse Konstitution. Was? Ich habe zwar nichts mehr an, was gefestigt werden könnte. Also hier so Lebensenergie oder Magie. Aber hey. Auch mal gerade ein Mana-Trinkchen. Böse kleine Sachen sind hier im Busch. Im Busch, im Busch. Bist du rechts oder links? Links. Tragen. Dann dich. Dich. Den kann ich eigentlich... Lohnt sich eigentlich nicht verkaufen. Weg damit. Lohnt sich nicht zu verkaufen. Ich habe jetzt zu Hause eh genügend unendlich Geld, ne? Mal davon abgesehen, dass ich zu Hause in meinem Haus in Balmora eh noch so ein paar Sachen habe. Die ich für teures Geld verkaufen kann. Schild. Wieso trage ich da mein Schild nicht? Anzeigefehler! Was machst du da, Tini? Sollst nicht Tasten aus der Tastatur rausreißen? Ah. Du hast Spaß, ne? Ja, Spaß!
Die nie wieder gemein zu mir. Was immer ihr wünscht, in vernünftigen Grenzen. Wieso sind die anderen hier nicht gemein zu mir? Oh ja. Wie wachen jetzt, ne? Als ich die Treppe runtergegangen bin. So, wo will ich hin? Yenminmu? Das ist die falsche Tür. Nein, es ist nicht. Ja, als ich mal wieder vor einiger Zeit Privat-Tribunal weitergespielt habe bei mir, bin ich immer in die falschen Bezirke gegangen. Also wenn ich hier nach Göttergriff wollte, bin ich zur Tür gerannt mit dem großen Basar. Und wenn ich zum Basar wollte, bin ich zur Tür hier hingegangen. Complication gleich true. Tracker ist wieder da! Ich höre wieder nach hier oben bekommen. Nun gut, ich lausche euren Worten. Kiesel, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, aber kommt vorbei, wenn du Blaubeeren dabei hast. Vielleicht? Spricht dir etwas von mir? Ich höre euch zu. Nun gut. Darf ich durch? Ich lausche euren Worten. Kiesel und Schickel sind wieder vereint. Alle Handwerker, was will ich hier? Ganz schönes will ich hier. Ich höre eure Worte. Sprecht. Ja, du bist es. Seid gegrüßt, Dunkelelf. Habt ihr Lust, euch meine wunderbare Kramsammlung anzusehen? Vielleicht würdet ihr es sogar in Betracht ziehen, mir zu helfen, meine Sammlung zu ergänzen. Ah, wunderbarer, köstlicher Kram. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, Reisender. Kram gibt es überall. Mit den ganzen Haushaltssachen in Tamriel-Residenzen könnte man ohne weiteres ein wildes Kagoti ersticken. Hey! Tische vor Teller und Utensilien, Flaschen über Flaschen, Fässer und Körbe voller Kissen. Wenn du meinst, ach, hast du auch so ein Kistenfetisch wie unsere erste Auftraggeberin bei der Kriegergilde? Ja, das war die Kriegergilde, in Norwegen war es die Kämpfergilde. Das ist so kompliziert. Das ist zwar eins und dieselbe Fraktion, aber das ist trotzdem irgendwie das Gleiche. Unterschiedliche Namen. Ja, eine und dieselbe Fraktion, nur das ist das Gleiche. Super. Chicken. Du Spaß, irgendwelche Tasten zu drücken, ne, Tini? Ja, merke ich schon. Das ist meine Obsession. Ich bin nämlich Sammler. Meine Sammlung mit Morwins Kram ist so gut wie komplett. Schaut euch nur um. Also von dem, was wir jetzt sehen, ich sehe eine Kerze. Aber das habe ich auch zu Hause. Ganz viele Kerzen. Zentimeter. Ah, deine Sammlung.